and smoke like so I was literally in a chair. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Goethe-Institut Prag für den zweiten Teil einer interaktiven Gesprächsreihe zum Thema Woran glaubst du Europa? Mein Name ist Tobias Hülsvedt vom Korsakow-Institut für nichtlineare Erzählkultur aus Berlin. Auch von meiner Seite nochmal einmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr sehr zahlreiches Erscheinen. Das ist ganz wunderbar. Begrüße ich ganz, ganz herzlich Herrn Thomas Sedlacek. Herzlich willkommen. Von 2001 bis 2003 arbeitete er als Berater in wirtschaftlichen Fragen für den Präsidenten Václav Havel und anschließend als Ratgeber des Finanzministers bis 2006. Er ist Mitglied des National Economic Council. Und 2009 erschien sein Buch Wirtschaft des Guten und des Bösen, vom Gilgamesch-Epos bis hin zur Krise der Wirtschaft. Und dieses Buch wurde in Tschechien zum Bestseller. Begrüße ich extra aus München angereist heute den Autor und Motorenentwickler Georg Zoche. Herzlich willkommen, Herr Zoche. Er hat im Rahmen dieses Projektes seit 2001 an über 60 internationalen Konferenzen, Ausstellungen, Seminaren und Workshops teilgenommen. Er hat bei der UNESCO-Konferenz International Forum for Social Science in Buenos Aires vorgetragen und bei anderen UNESCO-Foren ebenfalls. Und er hat 2009 ein Buch veröffentlicht, nämlich über Geld. Darin lernt man sehr viele sehr interessante Dinge, zum Beispiel wie Staaten, die Blasen produzieren, wie die Dotcom-Blase oder die Immobilienblase, daran Geld verdienen. Dieses Buch heißt Welt macht Geld. Damit hat er sich als Experte für Geld ausgewiesen. Myslím, že ty první léta po tom převratu byly, že lidé se to snaží kompenzovat, takže jakoby ty hodnoty jsou takové hodně materialistické. Já nevím, vždycky to vidím v takových těch víc rozvojových zemích, jako třeba Prah to Mexiku, že lidé prostě hlavně mít hezký auto, mít hezký mobil. A to je to, za co ti lidé utrácí peníze. Ale myslím, a právě myslím, že třeba v těch západnějších zemích jako ty hodnoty jsou možná trochu méně materialistické, že jakoby lidé utrácí peníze možná víc za kulturu, vzdělání, cestování. Nevím, aspoň takový z toho mám dojem, takže doufám, že tím směrem se taky posuneme. Zum Beispiel Mittelwert, Qualität auf der Straße und Herr Sedlacek, Sie haben das Wort. A to, co říkala tady paní kolegyně, že ty západní, ty bohatší země toho méně potřebují, já nad tím též bych jaksi hodil otazník, protože nejzadluženější země v současnosti nejsou chudé země, ale právě bohaté země. Nejzadluženější země je Japonsko, Amerika a ještě donedávna Finsko, Belgie, Německo je mnohem zadluženější než Česká republika. Česká republika je mnohem zadluženější než africké země. A tak dále, a tak dále. Takže to je to taková ta jaksi intuitivní logika, že chudíč. A ještě navíc je to tak, že dneska vlastně v dnešním světě chudí půjčují bohatý. Chudá Čína půjčuje bohaté Americe, aby bohatá Amerika mohla z těchto dluhů si kupovat čínské výrobky. Jo. Takže to vlastně hrozně hezky funguje a je to jakýsi zvláštní koloběh, který každému vyhovuje. A v momentě, kdy praskne, tak zase nastane ten kolaps toho kapitalismu a může to prasknout relativně kdykoliv. Die Links auf dem Screen stehen zur Auswahl und Herr Zoche, Sie sind gewählt, bitteschön. Ja, die Erfindung des Konsumenten ist eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wem hier der Name Edward Bernays etwas sagt. Edward Bernays ist der Neffe von Sigmund Freud gewesen und hat 1928 ein Buch geschrieben, Propaganda. Das Buch hat Goebbels stark beeinflusst, weil Goebbels hat gelernt mit diesem Buch, wie man Massen bewegt. Bernays hat dann später in Amerika gelebt und Frauen zum Rauchen gebracht. Die Tabakindustrie ist zu Bernays gegangen und hat gesagt, wir verlieren die Hälfte unseres Marktes, weil die Frauen nicht rauchen. Und Bernays hat das erstmal psychoanalytisch untersuchen lassen, hat festgestellt, die Zigarette ist ein Phallus-Symbol
und die Frauen sind da sozusagen unterdrückt. Und dann hat er sich eine Kampagne ausgedacht. Bernays ist nebenbei gesagt auch Erfinder des Wortes Public Relations, weil Propaganda war nach der Erfahrung im Dritten Reich nicht mehr wirklich ein schönes Wort. Und er hat, um die Zigaretten jetzt für Frauen hoffähig zu machen, hat er junge Damen engagiert, die in New York bei einer Konfetti-Parade Zigaretten an ihrem Stumpfband hatten. Und die Frauen wussten gar nicht, was das alles soll, aber auf ein Zeichen mussten sie die Zigarette rausholen und sie anzünden. Und an der Stelle gab es Fotografen, die das fotografiert haben. Und dann mussten sie freien, das sind die Fackeln der Freiheit. Torches of Freedom. Und mit einem Schlag, das war Weltnachricht, das war auf im Times und überall war das auf den Schlagzeilen, mit einem Schlag war das Rauchen von Zigaretten von Frauen ein Ausdruck der Emanzipation. Bernays hat auch das American Breakfast erfunden. Ein Schinkenfabrikant kam zu ihm und meinte, wie könnte ich die Leute zu mehr Schinkenkonsum bringen. Und dann dachte er sich, wäre gut, wenn die sehr früh schon mit Schinkenessen anfangen, und hat sich das Rezept ausgedacht und den Namen American Breakfast. Irdische Dinge, Mittelwert, Schulden und Herrn Zochel, der hat sich zu Wort gemeldet, und gewählt ist der Mittelwert dieses Mal. Bitte schön, Herr Zeich. Vláda udělá průměr celostátní a vychází to 25 tisíc na jednoho zaměstnance, ale běžte se podívat na ulici a zeptejte se, kdo má 15 tisíc čistýho. Budete mít problém sehnat. Tady lidi byly prodavačky, bylo 7-8 tisíc čistýho. A kde je ten průměr 25 tisíc? To je průměr, takže který musí dát nějaký. A to si myslím, nám komunistům vadí a většině lidí, k čemu potřebujeme miliardáře, k čemu potřebujeme milionáře, když ty další 10 milionů lidí nemá skoro co jíst. Ja, jetzt war nur eine ganz kleine Anmerkung zu dieser, letzten Statement, inwiefern eine Nationalität Souveränität aufgeben muss. Und in der Geschichte der Menschheit hat es ja immer wieder gegeben, dass sich kleinere Einheiten zu größeren zusammenschließen. Und das ist immer schmerzhaft, weil man Identität hergibt. Aber die Stadt, wo ich herkomme, München, wir haben eine Nachbarstadt Augsburg, da kann ich in einer Stunde vielleicht hinradeln. Da hatten wir auch früher Kriege und Gemetzel gegeneinander und die Leute sind gestorben und das ist natürlich Jahrhunderte her, aber es war schwierig für die Städte dann irgendwann zu sagen, wir gehören einem gemeinsamen Gebiet. Trotzdem sind die Augsburger noch Augsburger und die Münchner noch Münchner. Und so stelle ich mir in Europa vor, wo die verschiedenen Nationen natürlich ihre nationale Identität behalten und möglichst viel Gestaltungsraum behalten. Aber für die Dinge, die wir auf europäischer Ebene gemeinsam lösen müssen, müssen wir auch eine gemeinsame Plattform haben. Und es hört auch nicht in Europa auf. Wir haben Probleme, die übereuropäisch sind, eben globale Probleme, Menschenschutz, Klimaschutz, Fragen von Krieg und Frieden. Das sind alles Probleme, die kann ich nicht mehr lösen, wenn alle sagen, ich will nur noch meine nationale Suppe kochen. Und deswegen muss man für das große Ganze etwas hergeben. Ale všimněte si, a to je ta poslední myšlenka, taková optimistická, všimněte si, že v průběhu krize my jsme proti sobě neválčili ani obchodní. Ano, bylo tady 1001 článků o tom, jak se zvyšovaly obchodní bariéry. Podle mě jsou to všechno keci ve srovnání s tím, jak jsme proti sobě bojovali, Němci proti Francouzům, předtím, než jsme měli společnou měnu. První instinktivně špatná reakce na jakoukoliv krizi je devalvace svojí měny vůči obchodním partnerům. Přátelé, devalvace nikdy nezvyšovala konkurenceschopnost dané země, jak se vždycky mě uvádí. Jenom beggar thy neighbor, vy jste si vlastně na úkor svých obchodních partnerů polepšili. Díky tomu, že máme euro, díky tomu, že máme Evropu, my jsme byli tak nekonečně štědří. Vemte si, že když zbankrotuje, dejme tomu třeba Škodovka. Kdo má platit za Škodovku? Má to platit německý vlastník? A nebo Češi, jejichž lidi zaměstnává? A nebo Francouzi, kteří si tu Škodovku rádi kupují? A teď vemte si, kolik podobných bankrotů bank bylo, grey areas, dokonalý prostor pro to, aby se Belgičané hádali s Francouzi, kdo má zaplatit tohleto. Nestalo se to ani jednou. My jsme si jako Evropané, a to je věc, kterou málo dokumentoval, až mě to zaráží.
My jsme skutečně, ta krize nás semkla i s Amerikou. Vzpomeňte si na všechny ty obchodní bariéry, kterou jsme měli Evropa mezi Amerikou, co se týče geneticky pěstovaných obilnin, co se týče válcované ocele a plechu. To byly války, které jsme vedli, obchodní války, díky bohu za obchodní války, ale to byly války. Přišla krize a je ticho. My jsme 3 roky nezvedli proti sobě jedinou pořádnou zbraň z arzenálu diplomacie nebo z arzenálu obchodní politiky. To je věc. Nebýt eura, nedokážu si představit, jak by vypadala krize v Evropě. Děkuji. I use these all the time, but I just ran out of these.